Hallo zusammen und willkommen. Er ist deutlich besser als sein Ruf. Zudem hat der Po sehr viele unterschiedliche Namen. Sie reichen von niedlichen Bezeichnungen wie zum Beispiel Popöchen über scherzhafte Ausdrucke wie Hinterschinken. Manchmal wird er schlicht und einfach ortsbezogen bezeichnet durch Hinterbacken oder auch mit Kehrseite betitelt. Es reicht hin bis zu beleidigenden Begriffen, die im Allgemeinen jeder kennt. Dabei ist das Gesäß ein wichtiges Körperteil, welches zu Unrecht im Sprachgebrauch missbraucht wird. Auch wenn es als Schimpfwort verwendet sehr scharf klingt, ist es doch ein fantastischer Muskel, der vieles ermöglicht. Nachdem du nun dieses Video gesehen hast, wirst du deinen Po mit ganz anderen Augen sehen, denn hier erfährst du viel über den Stellenwert deines Hinterns in der Gesellschaft und wie du ihn besser in Szene setzen kannst. Über abfällige Begrifflichkeiten sein Missfallen zum Ausdruck bringen, ist nichts Neues. Ein Zitat von Martin Luther King klingt zwar derb, regt aber zum Nachdenken an. Und dieses lautet: Aus einem verzagten Arsch kommt kein fröhlicher Furz. Viele weitere Redewendungen beziehen sich auf den Po. Da sind zum Beispiel: Setz dich mal auf deine vier Buchstaben, wer länger ausharrt und an etwas dranbleibt, bleibt auf dem Sitzfleisch. Kommen wir nun zum Aufbau des Pos. Beim Menschen sind die Gesäßmuskeln sehr ausgeprägt, was bei keiner Tierart vorkommt. Nur ansatzweise haben Primaten ähnliche Muskeln, doch diese sind bei Weitem nicht derart ausgeprägt. Die Beckenknochen dienen dabei als Gerüst und werden auch als Sitzbein bezeichnet. Mehrere überaus wichtige Muskeln bilden das Gesäß und geben dem Hintern seine Form. Das sind die Gesäßmuskeln Musculus gluteus maximus, medius sowie minimus. Durch ihre Leistung, die sie täglich bringen, ohne dass du etwas davon merkst, gehören sie zu den stärksten Muskeln im Körper. Nur der Kaumuskel steht noch davor auf Platz Nummer 1. Das Gehen und aufrechte Stehen, was so selbstverständlich erscheint, ist erst möglich durch die Muskulatur, die das Gesäß bildet. Über den Muskeln und unter der Haut befinden sich eine kräftige Polsterung aus Fett von mehreren Zentimetern Dicke. Nur der Bauch speichert noch mehr Fett. Erst hierdurch wird längeres Sitzen möglich, was heute ungesunderweise bei vielen Berufen dazugehört. Das Fett bestimmt zum größten Teil die Form des Hinterns. Eine gesunde Lebensweise spiegelt sich daher schnell in der Hose wider. Wer viel und sehr fettreich ist, sich wenig bewegt und Übergewicht ansetzt, dessen Po wächst und wird unförmig. Doch auch das Geschlecht bestimmt die Form, denn bei Frauen ist das Gesäß im Vergleich zu Männern häufig ausgeprägter und bildet die Rundungen, die an Frauen sehr attraktiv sind. Welche Tricks dir dabei helfen, deinen Po besser in Szene zu setzen, erfährst du nach ein paar wissenswerten Informationen zum Po. Kommen wir nun zur sozialen Bedeutung. Diese intime Körperzone ist sinnlich und erotisch, doch wird aufgrund der Nähe zum Ausscheidungsorgan auch als etwas Schmutziges gesehen. Das sogenannte Mooning ist ein sehr provokanter Spaß, denn wer sich lustig machen will, braucht gar keine Worte, um sich auszudrücken. Sogar Boshaftigkeit oder Gespött lassen sich gleichermaßen kundtun. Ebenso ist es ein Zeichen dafür, auffällig zu protestieren und eine negative Meinung zum Ausdruck zu bringen. Vor allem lässt sich ohne Worte Geringschätzung ausdrücken. Einfach die Hose runterlassen und jemanden den blanken Hintern zeigen. Dein Po ist der auffälligste Muskel unter einer Fettschicht, der im Leben einen größeren Stellenwert hat, als man gemeinhin annimmt. Jedenfalls hat sich jeder Hintern ein wenig mehr Aufmerksamkeit verdient. Falls du unzufrieden mit der Form deines Hinterns bist, musst du ihn nicht so hinnehmen. Nun erfährst du, was du alles Gutes für deinen Allerwertesten tun kannst. Erst lernst du etwas über die effektivsten Methoden, die nach einiger Zeit zu sehen sind, und zuletzt erfährst du die besten Tricks, die sofortige Resultate zeigen. Den Po von innen heraus kräftigen. Mit ein paar Tricks kannst du deinen Körper dazu anregen, sich von innen heraus selbst in Form zu bringen. Nummer 1: Entschlacken. Stoffwechselendprodukte können sich bei Übersäuerung und ungesunder Ernährung schnell im Bindegewebe einlagern. Werden diese nicht ausgeleitet, begünstigen sie unter anderem Zellulite, was sich in sogenannter Orangenhaut an den Oberschenkeln und am Po bemerkbar macht. Wer gelegentlich eine Entschlackungskur durchführt, hilft dem Körper dabei, unerwünschte Stoffe auszuleiten. Vor allem das Bindegewebe wird dadurch gestrafft. Das gelingt mit Hilfe von Getränken wie Smoothies, Kräutertees und auch Wasser. Nummer 2: Viel Wasser trinken. Wasser hilft dabei, den Körper von innen heraus zu reinigen. 2-3 Liter am Tag sollte es dafür sein. Bestenfalls Wasser ohne Kohlensäure, denn diese bläht auf. Nummer 3: Haferflocken essen. Haferflocken liefern gut verwertbare Energie für den Tag und eignen sich hervorragend mit Joghurt und Beeren zum Frühstück. Nummer 4: Salz reduzieren. Zu viel Salz begünstigt Zellulite.
In Backwaren und Fertigprodukten ist häufig so viel Salz enthalten, dass nahezu jeder unbewusst und unbeabsichtigt zu viel Salz konsumiert. Reduziere deinen Konsum von Salz und in Verbindung mit den anderen Maßnahmen wird sich dein Bindegewebe auch am Po schnell straffen. Nummer 5. Haushaltszucker vermeiden. Raffinierter Zucker wirkt sich langanhaltend negativ auf den Körper aus. Erst bei längerem Verzicht von etwa 3-4 Wochen zeigen sich die ersten Erfolge im Hautbild. Sie wird straffer, die Poren verkleinern sich und es entsteht ein ebenmäßiges Hautbild. Zucker hemmt nämlich den Fettstoffwechsel und das Abnehmen ist doppelt so schwer. Gelingt es dir, Süßigkeiten durch Obst zu ersetzen und Zucker gänzlich vom Speiseplan zu streichen, steht dir außerdem sehr viel mehr Energie zur Verfügung. Der Po formt sich dann schon fast von ganz allein. Nummer 6. Proteinreich essen. Vor allem nach dem Sport fördert der Verzehr von Protein das Muskelwachstum. Zusätzlich regen Proteine die Fettverbrennung an. Weniger Fettpolster zeigen mehr von der Grundform der Muskeln, die durchaus gut trainiert werden können. Gute pflanzliche Lieferanten sind zum Beispiel Hülsenfrüchte und Nüsse. Nummer 7. Fasten. Lege hin und wieder einen Fastentag ein und verzichte auf die Kalorienzufuhr. Nach etwa 24 bis 48 Stunden beginnt die Autophagie. Bei diesem Prozess beginnt der Körper sich selbst auf Ebene der Zellen abzutasten und zu reparieren. Bestenfalls wird durchgehend intermittierendes Fasten praktiziert. Optimal sind dabei 2 Mahlzeiten am Tag, die beide sehr üppig ausfallen dürfen. Wichtig ist nur, zwischen den Mahlzeiten für ca. 5 Stunden nicht zu essen und vom Abend über die Nacht bis zur ersten Mahlzeit etwa 16 Stunden zu fasten. Wer zu jeder Mahlzeit ausreichend isst und zwischendurch 2-3 Liter Wasser und Tee trinkt, der empfindet dabei keinen Hunger. Kommen wir nun zu dem Thema von außen auf den Po einwirken. 8. Ein wöchentliches Peeling durchführen. Hierfür eignet sich zum Beispiel Olivenöl mit Kaffeesatz. Massiere deinen ganzen Körper unter der Dusche damit ein und spüle es anschließend ab. Die Massage regt die Durchblutung an, die Inhaltsstoffe fliegen deine Haut und das Bindegewebe wird gestrafft. Wird mit deinem Po dabei ein paar Minuten länger. Nummer 9. Den Körper bürsten. Trockenbürstenmassagen regen die Durchblutung an und fördern das Ausleiten von unerwünschten Stoffen über die Haut. Beginne am rechten Bein mit der Außenseite und bürste vom Fuß bis zum Knie. Dann wechsel auf die Innenseite und bürste vom Knöchel bis zur Knie. Dann Oberschenkel außen und innen bis zum Po, dann das linke Bein. Anschließend auf die gleiche Weise den rechten und den linken Arm behandeln. Nummer 10. Eine tiefergehende Massage. Am Po eignet sich zum Beispiel die Zupfmassage. Dabei die Haut mit Daumen und Zeigefinger 5 Minuten lang zupfen. Täglich angewendet, stellen sich schon bald sichtbare Erfolge ein. Nummer 11. Wechselwarmes Duschen. Wechselwarmes Duschen regt den Kreislauf an, trainiert die Gefäße, strafft die Haut und das darunterliegende Gewebe und fördert zudem die Durchblutung. Die beste Methode, um deinen Po gezielt zu formen, ist natürlich Sport. Um wirklich einen prallen Hintern zu bekommen, der andere durch seine wohlgeformten Kurven ins Auge springt, kannst du deine Muskeln gezielt und effizient trainieren. Beziehe deinen Po bei Ganzkörperübungen stärker mit ein und widme ihm zusätzlich spezielle Übungen. Dann heißt es, den Hintern zusammenkneifen und durch. Nummer 12. Treppen gehen. Das Ganze zügiger als regulär und 2 Stufen auf einmal nehmen. Das beansprucht den Po spürbar. Nummer 13. Joggen. Die Hinterbäckchen abwechselnd anspannen erhöht den Trainingseffekt. Nummer 14. Gezielte Übungen für den Po. Im Sitzen auf einem Stuhl jederzeit anwendbar. Die Beine im 90-Grad-Winkel aufstellen und den Po und den Bauch anspannen. Das Ganze 20-30 Mal wiederholen und mehrfach über den Tag verteilt durchführen. Im Stehen zum Beispiel beim Zähneputzen den Po anspannen und feste zusammenkneifen. Nummer 15. Squats. Dabei tief in die Hocke gehen, die Knie dürfen dabei nicht über die Zehen hinausragen. Der Po verlagert sich nach hinten und geht runter. Beine und Po kommen so in Topform. Nummer 16. Planks. Sie trainieren den ganzen Körper. Willst du deinen Po dabei noch stärker beanspruchen, dann ziehe abwechselnd die Beine nach vorne. Versuche dir vorzustellen, mit den Knien an die Ellenbogen zu kommen. Nummer 17. Schneller spazieren gehen. Dazu mit größeren Schritten und angespannten Po zügig voranschreiten. Bei lockerer Kleidung und einem Oberteil, das über den Po drüber reicht, fallen die Übungen für den Hintern nicht auf. Was nun gibt es aber für optische Täuschung durch Kleidung? Diese Tricks wirken natürlich sofort und helfen dir dabei, eine gute Figur zu machen, wenn du noch nicht ganz in Form bist. Nummer 18. Nicht zu enge Kleidung tragen, denn diese fördert Zellulite.
fließender Stoff von weiten Hosen umschmeichelt Rundungen und kaschiert Problemzonen. Nummer 19. Hosen mit kleineren Taschen. Kleinere Gesäßtaschen auf der Hinterseite lassen den Po optisch kleiner wirken. Im Umkehrschluss vergrößern größere Gesäßtaschen den Po. Nummer 20. Shapewear zum Mogeln. Gut sitzende Unterwäsche kann den Po praller formen. Doch sitzt sie zu eng, drückt sie den Po platt und breit. Ist die Unterwäsche zu locker, lässt sie den Po hängen. Nummer 21. Den Po mit Jeanshosen formen. Ist der Po zu klein und zu flach? Dann eine Jeans mit großen Gesäßtaschen wählen, die weit auseinandersetzen. Besser dazu noch schräg sitzende Taschen in Kombination mit einem höher geschnittenen Hosenbund. Allerlei Verzierungen durch Nähte und Knöpfe zaubern Volumen hervor, wo eigentlich keines ist. Auch eine Jeans ohne Gesäßtaschen hat den gleichen Effekt. Die Jeans darf nicht zu eng, nicht zu weit sein und sollte locker sitzen. Und so lässt sich ein großer Po kleiner schummeln. Nur Jeans wählen mit kleinen Gesäßtaschen, die dicht zusammen sind. Keine Stickereien oder Verzierungen auf der Hinterseite. Eine Stretch-Jeans bringt den Po in Form. Zusätzlich helfen Schuhe mit Absätzen, denn diese strecken die Beine und der Po wirkt straff. Kombiniere die Tricks durch Kleidung mit Sport und Ernährung und du darfst dich dauerhaft über einen hübschen Po freuen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Weitere Tipps, Tricks und interessante Informationen rund um das Thema Gesundheit findest du auch auf unserer Homepage unter www.gesundheitsblatt.com. Wenn du neu auf unserem Kanal bist und dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gerne mit einem Daumen nach oben, teile diese mit deinen Freunden und abonniere unseren Kanal.